Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute mal wieder mit einem Gambling-Video. Aber ich bin hier auf CSGO Live, das ist eine Website, auf der habe ich persönlich noch nie gegambelt, beziehungsweise auch nicht offscreen, ich kenne sie schon länger, aber gegambelt habe ich halt noch nie drauf. Ich habe halt keinen Plan, was mich hier erwartet, ob ich hier jetzt reinlacken werde oder ob ich jetzt Bruch gehe. Ich weiß halt nicht, wie die Win-Chancen halt so hier so sind. Ja, ich habe $50 aufgetankt, also 54, um genau zu sein, oder 54,15. Und ich werde hier mal ein paar Kisten aufhebeln. Irgendwo gibt es noch einen Daily Free, glaube ich. Ja, genau. Jo, ich habe vielleicht vor, also ich werde einen Giveaway machen am Ende des Videos, nur halt kommt drauf an, was ich hier ziehen werde. Wenn ich jetzt nur Bullshit ziehe, macht es keinen Sinn, dass ich dann noch einen Giveaway mache. So, wie hebelt man hier eine... Refresh Bonus. You must in the or deposit $5 to open this case. Das habe ich gemacht, muss ich mich jetzt neu anmelden. So, jetzt habe ich mich neu eingeloggt, jetzt kann ich die Kiste aufhebeln. Ich habe schon gesehen, die Gewinnchancen stehen auch immer dabei. Hier sind die Gewinnchancen eher low, weil das ja halt eine Daily Free Case ist. Man hätte die Chance auf eine D-Lure, nur die Prozente liegen, also die Odds liegen bei 0,00001%. Wow. Also einfach mal jetzt aufhebeln. Was? Open Case, ja. Und es zieht hier eigentlich jetzt nur Wallet vorbei. Und es bleibt auch nur beim Wallet. Das wären jetzt... Wow, 1 Cent haben wir bekommen. Krass, krass, krass. So, was gibt es hier eigentlich für Kisten? Desert Case, was ist das? Kostet $1,65. Und hier ist eigentlich die prozentuale Chance, ja. Einfach mal aufhebeln bei this Case. Mal klein anfangen. Ich habe eigentlich... Boah, das sind ja hauptsächlich dann die AK, M4 Kisten aufhebeln, auch AWP Kisten. So, was kommt denn hier noch? Und das ist, yo. Sell for 44 Cent. Nee, da habe ich keinen Bock mehr auf die Kiste. Und haben wir hier sonst noch so feines Key Case? 65 Cent. Achso, und dann, yo. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man hier nur eine Kiste zieht für 3 Cent. Auf das habe ich auch keinen Bock. Deswegen das gleich mal zu den interessanteren Kisten gehen. Also Glock 18 Case, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch Bullshit ziehen. Das kostet ja $1,60, ja lass 2 aufhebeln. Ich meine, Glock 18 Fade wäre halt schon am Flieg. Na, da müsste man schon sehr am reinlacken. Was ist da? 0,005% Chance. Eine Glock 18 Blue. In FN. $12, 2,20 €, also da habe ich jetzt schon mal reingelackt. Das kann man schon mal so lassen. So, gut. Dann geht's weiter. Die Desert Case, da habe ich schon reingeguckt. Ne, mach mal noch eine USBS Case. Die kostet aber schon $2. Mach ich aber auch 2 Kisten auf. Kann man hier so dringen. So, da gibt's gar keinen Step Track. Das ist low. Das ist low. Das ist sehr low. Sell? Nee, ich sell nichts. Ich behalte einfach mal alles Kins im Inventar und guck dann am Ende nach, was, ob ich jetzt im Plus oder im Minus bin. Banker Case, was haben wir hier Schönes? Also wir haben mal 20% Chance eine Case zu bekommen, 38% Chance eine Glock zu bekommen. Wobei mit einer Glock wären wir sogar im Profit. Kurz gucken, Field tested. Ja, lass halt mal eine aufhebeln. Einfach mal eine gucken, was passiert. Eine
Akakadel. In MW 387 ist jetzt, ja, Profit, aber jetzt nicht viel. Covered Case. Ich meine, so Covered Case hasse ich eigentlich. Und was ist das für eine Covered Case, wenn hier... Jo. Ich verstehe... Achso. Wir haben hier eigene Farben für die Skins. Also Gold sind halt dann wirklich die... Rare, beziehungsweise die High-Tier-Items, sage ich mal. Pinks sind ja dann so die Loweren, so $50 Price Range, sage ich mal. Das Problem ist ja bei so Covered Cases, die, ich finde, die sind einfach alle rigged, egal auf welcher Seite, weil was man hier am meisten sieht, ist eine MAC-10, dann eine Auk-Chameleon, wo ich sie da auch am Schluss. Und eine Pipi Python Judgment of Anubis ist ja auch ein Skin, der hier nice eingeht. Wenn ich hier unten so gucke, ja auch Chameleon Skin, Haufen raus, MAC-10s. Nee, da habe ich gleich wieder keinen Bock auf die Kiste. Und Militär Case, die kostet schon 10. Wo, da sind wir gar nicht. Da, AK. Da will ich hier. Lass gleich mal zwei aufhebeln. Open Case, beides Case. Spinnt aber relativ lange und es kommt relativ nichts. Wow, eine Elite-Build und eine Emerald. So. Das war mal nothing. Da war ich jetzt Bruch. Kann man so sagen. Okay, die AK ist es nicht. Dann lass gleich weiter zur M4. Und hier auch noch zwei aufhebeln. Es ist etwas unübersichtlich, finde ich, die Seite. Da ist irgendwie too much information. Auf einmal. Bleib doch stehen, du Hurensohn. Yo, Alter, was ist das? So. AWP. Beides Case. Ich meine, das ist ne, jetzt ein Dragon Lord Sea, das an der Rang glaube ich eh nicht, aber ne, AWP Asimov oder sowas. Ne, es wird zweimal. Okay, nur einmal ist. Oh doch, zweimal dieser Safari Mesh. Holy fuck, Alter, was ist hier gerade los? Ich glaube, die Kisten sind das alle nicht. Hyper Asimov Case. So, ich habe es noch $18. Dann mache ich hier einfach jetzt noch zwei Kisten auf. Nicht close, beides Case. Mal die M4 reiben, also die Haul. Da kommt weit und breit nichts und dann habe ich hier wieder... Wow. 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 So. $10 habe ich noch. Was haben wir hier für eine Kiste für $10? Was ist das? Eine 33% Chance für die Dual Barrett. Puh, das wird enden. Nee. Soll ich die aufhebeln? Ich meine, die Kiste ist mega AIDS. Ich habe eine 66% Chance, beziehungsweise eine 67% Chance fast auf Bullshit. Nee. Darauf habe ich keinen Bock. Nee. 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 Wird hier für 3,14 angegeben. Oder warte mal, was habe ich gezogen? Hier 1,35, fuck. Falscher Skin. Nee, dann scheiß drauf. Ich hebel hier. 4 Stück. Und hoffe jetzt mal auf Profit, weil ich habe das genau einmal reingelagt von weiß nicht wie oft oder wie vielen Kisten. Dreimal eine perfekte Safari-Mesh. Aus 16 Dollar habe ich jetzt $1,28 gemacht.
Also, die Seite ist mir jetzt nicht gerade. Ja. Da hat man keinen Bock mehr. 2,40, klatsch raus das Money. Ich will hier keinen Cent zurücklassen, weil ich habe nicht vor, dass ich hier nochmal gamblen werde. Wow. Irgendwie rollt mir das zu lang. Da wartest und weißt schon eine Minute vorher, dass du nichts Nices ziehst. Und jo. 80 Cent. Gibt es da eine Case für 80 Cent? Ich kann die jetzt noch 10 mal aufhebeln. Dann bin ich hier auf 0 und dann cache ich einfach alles aus. Liebe Baby, das ist in dem Fall jetzt kein Scheme. Weil, ja. Wieder nur Scheiße gezogen. Aber egal, der erste ist ja erst am Donnerstag. Da kommt ja dann am Dienstag noch eine Road to Glove Unboxing Folge. Dann werde ich das dann da machen. So. Der letzte Roll. Cent. Krasse Scheiße. Jo, das war's dann eigentlich jetzt schon wieder mit dem Video. Mal Bruch wie immer, also nichts Neues. Ich habe hier einmal reingelackt bei der Glock mit 12 Dollar. Ne, das ist jetzt für GW, weiß nicht, das wäre mir. Ist mir das Skin irgendwie doch noch zu low. Aber ich finde es schade, wenn man hier zum Beispiel alles auswählt. Sieht man hier keinen Gesamtpreis. Ich habe hier mir nirgends angegeben. Das finde ich schade. Also sie haben hier einen Haufen Informationen, die Dividenden, jede Prozentdollar, die wird hier einfach alles angezeigt. Nur das hier halt nicht. Das, was eigentlich finde ich Standard ist bei jeder Gambling-Website. Wenn man jetzt halt sein gesamtes Inventar auswählt, dann gibt es irgendwo normalerweise ein Fenster, wo man dann sieht, okay, wo die Gesamtvalue angegeben wird. Aber ja, ist halt so. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Ihr könnt mir andere Gambling-Website in die Kommentare schreiben. Wo gambelt ihr so? Was findet ihr, beziehungsweise wo lagt man gut rein? Würde mich interessieren. Bin da gespannt, weil ich habe halt Bock aufs Gambeln. Aber ich habe momentan keine gute Seite. Das fuckt mich halt ein wenig ab. Warte mal, was kann ich hier noch machen? Claim now. Wow, da gibt es für Levelaufstieg bekommt man Money gedroppt. Claim Daily Free. Habe ich jetzt 22 Cent? Nee, ich habe 3 Cent bekommen. Gut, mit 3 Cent kann man hier auch noch einiges anfangen. Nämlich nichts. Die kostet 18, das ist die billigste. Ah, was für ein Low hier. Ja, egal. Warte mal, ich kann hier dann noch. Wird sich der Wallet übernehmen, übernommen, wenn ich hier sofort die Fuck-Skins gehe? Nee. Da bin ich wieder Level 1 und habe ein Wallet von Nothing. Ja gut, dann wie gesagt, das war's für den Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Dann schreibt mir eure Gambling-Seiten oder beziehungsweise wo ihr euch so immer so rumtreibt, beziehungsweise wo ihr einfach gambelt. Beziehungsweise. Nee, würde mich interessieren. Ansonsten, über Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ein Giveaway kommt von mir. Dann sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.